Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und schon wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute so einen kleinen Mount Guard präsentieren. Heute geht es um ein schickes Mount, das wir uns nur als Ventier erspielen können und dementsprechend bin ich schon einmal hier auf meinen Ventier-Char gelockt. Und wir wollen uns heute das Mount angucken, Silesas Kampfharnisch. Und wie wir den bekommen können, will ich euch jetzt mal zeigen. Als allererstes, wie gesagt, braucht ihr einen Ventier-Char. Dann müsst ihr ein Gebäude bauen. Und zwar müssen wir einmal hier mit dem Kollegen sprechen. Und wir brauchen dann das Reisenetzwerk. Und zwar brauchen wir das Reisenetzwerk auf die maximale Stufe, auf die Stufe 3. Wenn ihr das freigeschalten habt, dann bekommt ihr verschiedene Quests. Das ist auch schon bei den Vorstufen so, dass ihr die Portale freischalten müsst, die dementsprechend dann hier dazukommen. Es sind quasi pro Stufe 2 Portale. Die bringen uns einfach von A nach B. Heißt, man hat dann hier auf der ganzen Map verschiedene Portalmöglichkeiten. Um die erstmal freizuschalten, müsst ihr an die Stellen gehen mit der jeweiligen Quest hier und dann von dem Portal ins Lager gehen. Und wenn ihr das abgeschlossen habt, dann schaltet ihr die Möglichkeit frei, hier bei der Händlerin Spiegelreparatursets zu kaufen. Und diese Spiegelreparatursets kosten uns 20 durchflutete Rubine. Und die brauchen wir nämlich jetzt. Die durchfluteten Rubine bekommt ihr übrigens von ganz normalen Mobs und Revengers aus allen möglichen Kisten raus, aus Rares, aus Missionen. Also die kriegt ihr eigentlich nachgeschmissen. Wenn ihr irgendwas in Revengers macht, bekommt ihr das Zeug. Ne? Ihr braucht hier aber relativ viel. Und zwar halt 20, um eins zu kaufen. Wir kaufen jetzt mal 3 Stück, hätte ich gesagt. Gut. Und jetzt ist es so, dass wir diese Spiegelreparatursets verwenden müssen, um Spiegel zu reparieren, um in bestimmte Kammern zu kommen, wo es dann Schätze gibt. Und jetzt können wir einmal gucken. Und zwar, das werde ich euch auch einmal verlinken, es gibt hier auf WoW Head so einen Guide zu dem Spiegelnetzwerk. Und der Guide ist relativ uninteressant. Interessant ist, dass es da nette Leute gibt, die wirklich jeden Tag hier die Position der Spiegel posten, einfach mit Koordinaten. Das, wenn man das Addon TomTom drauf hat, kann man das einfach in den Makro rein posten. Ich nehme jetzt das mal von heute, kopiere das rein und bastel mir das einmal hier in mein Makro mit rein. Dann drücken wir das einmal und dann habe ich die Koordinaten der Spiegel hier auf der Map. Ja, also es gibt feste Spots, wo diese Spiegel auftauchen, aber das sind schon ein paar Spots und man müsste halt die alle einmal ablaufen, um dementsprechend zu sehen, ist der Spiegel da oder nicht. Es ist jeden Tag ist es so, dass 3 Spiegel ab sind. Und zwar hier oben haben wir einen, seht ihr, hier ist einer und hier unten ist einer. Ne? Insgesamt, ich kann euch jetzt mal grob sagen, wo die Spots sind. Also im Normalfall sind 1, 2 Spots hier. Hier ist einer, dann gibt es hier einen, hier hinten gibt es einen, hier gibt es, glaube ich, einen, hier gibt es einen und hier, ach ja, genau, und hier oben in irgendeinem von den Häusern gibt es auch nochmal was. Aber wie gesagt, nehmt einfach die Koordinaten aus dem WoW-Head-Guide, wenn die Leute das hoffentlich weitermachen, könnt ihr die rausziehen und wenn das nicht mehr aktuell sein sollte, dann holt euch die Koordinaten von den vergangenen Wochen, die noch drin sind und klappert die Spiegel ab, dann findet ihr die auf jeden Fall. 2 habe ich heute schon geholt, den hier habe ich noch nicht geholt, da müssen wir ins Fresserdickicht und da würde ich jetzt mal sagen, schauen wir mal kurz hin, dann können wir uns das mal zusammen anschauen, wie das funktioniert. Ne, das ist das Falsche hier hinten, das Portal haben wir. Das Schöne ist, wenn wir natürlich das Portalnetzwerk ausgebaut haben, haben wir diese Spiegel hier schon rumstehen und können dementsprechend diese auch nutzen, um dann wiederum zu den kaputten Spiegeln zu gelangen, diese aufzubauen und dann in den geheimen Raum zu kommen. Wie funktioniert das prinzipiell? Also, wir haben jetzt die Koordinaten, gehen auf die Spots, wo diese Spiegel quasi kaputt sind. Jetzt muss ich mal gucken, hier können wir eigentlich einen Goblin-Gleiter ziehen. Oh boy. Ich hasse diese Aufzüge, ich sag's euch. Okay, das war jetzt so nicht geplant. Wir müssen jetzt nochmal kurz darüber. Ja, ich kann euch mal zeigen, was dann alles drin sein kann. Also, wenn wir diese Räume betreten, müssen wir meistens ein paar Mobs killen. Und sobald wir die Mobs getötet haben, ist es so, dass wir dementsprechend dann eine Kiste aufmachen können. In der Kiste kann dann drin sein, einmal das Mount, wenn wir Glück haben. Und zum anderen gibt es noch ein paar weitere Items, die da drin sein können, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Und zwar haben wir einmal
unter Sets dann verschiedene Sets, die wir bekommen können. Und zwar jetzt hier beim Ventia haben wir dann einmal Reisenetzwerk, hier dieses Set. Und das ist zum Beispiel das Lederset. Es gibt aber noch einen Platten, einen Stoff und ein Kettenset. Natürlich kriegt ihr nur immer eure Rüstungsklasse, ne? Zusätzlich kann da noch ein besonderer Rücken drin sein. Das ist so ein Schwerterücken, den kennt ihr sicher schon. Habe ich auch schon Videos zugemacht zu diversen von den Ventia. Da gibt es noch mal eine Farbvariante und es gibt noch ein Pad und halt das Mount. So, jetzt sind wir hier in dem Gebäude, wo dementsprechend der Spiegel aufzubauen ist. Gerade hat jemand schon die Mobs gekillt und ja, jetzt kann ich euch das nicht so ganz zeigen, aber wenn ihr das anklickt, dann verbraucht ihr ein Spiegelreparaturset. Ihr könnt aber nur durch den Spiegel durch, wenn ihr nicht im Kampf seid. Heißt, ihr müsst meistens vorher die Mobs weghauen, weil da fast immer Mobs dran stehen. Und sobald ihr das aufgebaut habt, könnt ihr durchlaufen. Dann seid ihr jetzt in so einer Kammer und hier sind dann halt irgendwelche Gegner drin. Wenn, dann ist so ein Boss drin oder es sind Skelette drin oder Spinnen oder es sind diese fliegenden Bücher. Also da kann alles Mögliche sein. Das boxt ihr dann einfach schnell um. Und sobald ihr das umgeboxt habt, könnt ihr hier am Ende zu der Kiste gehen, die Kiste aufmachen und wenn ihr Glück habt, ist das Mount drin oder eins von den anderen Collectible Items. Mehr ist es nicht. Am Tag, wie gesagt, könnt ihr 3 Kisten aufmachen, beziehungsweise 3 Portale betreten, dann 3 Kisten aufmachen und dann müsst ihr halt wieder auf den nächsten Tag warten, um wieder eine Loot-Chance zu haben. Ja. Das war's soweit, was ich euch da zeigen wollte. Wenn ihr auch alle Sets noch zusätzlich haben wollt, müsst ihr das halt dann mit 4 Chars machen, mit dem Kette, Leder, Platte und Stoffchar. Aber wie gesagt, hier soll es jetzt erstmal nur ums Mount gehen. Jetzt würde ich sagen, schauen wir uns das Mount natürlich an sich nur an. Wir lernen das einmal. Den Kampfharnisch. Und dann würde ich sagen... Achso, ich sollte beim Mount suchen. Kampf... Okay, da finden wir es gar nicht. Dann suchen wir jetzt mal anders. Ich bloß mal gucken. Sileser. Ah, da haben wir es. Okay. Das sieht ja cool aus. Also, das ist quasi jetzt hier so ein Gargon in Weiß mit der coolen Rüstung und hier mit kräftigem Rot. Ich muss sagen, von den Gargon-Mounts ist das tatsächlich jetzt einer der coolsten. Ich müsste jetzt nochmal mit den anderen vergleichen. Jetzt raufen wir mal hier ein bisschen hoch, dass wir nicht da unten von der Pat angegriffen werden. Ja, hat schon was. Jetzt schauen wir mal Gargon mal an, welche ich bereits habe. Also, es gibt ja hier diesen... hellen mit dem quasi schwarzen Panzer, dann den hellen ohne Panzerung, dann den schwarzen, dann den schwarzen mit der hellen Panzerung, hier nochmal so einen normalen hellen und jetzt haben wir den normalen hellen mit der roten Panzerung. Den finde ich bis jetzt am coolsten, muss ich sagen, von denen, die ich habe. Dann gibt es hier nochmal so ein bisschen bräunlicheren und einen bräunlicheren mit der Panzerung. Nee, ich muss sagen, von den Gargon-Mounts finde ich den Rot, den Kontrast Rot-Weiß, würde ich jetzt mal sagen, weiß-gräulich, finde ich tatsächlich am coolsten. Mit Panzerung ist natürlich immer besser als ohne, ne? Gut, okay, damit sind wir wieder am Ende von dem kleinen Mount-Guide. Sobald ich das nächste Mount eingetütet habe, werde ich euch selbstverständlich zeigen, wie ich das gemacht habe. Und ja, dann sehen wir uns dann gerne wieder. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.